Ein herzerfrischendes Hallöchen an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wende für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir haben in der letzten Folge einen faulen Polizeiminister getroffen, dessen Arbeit wir jetzt machen müssen. Er meinte, dass er uns eine Waffe geben wird, wovon ich jetzt allerdings noch nicht wirklich überzeugt bin. Und hier ist ein Artefakt, das möchte ich doch gleich noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, warum denn nicht? Das bietet sich an. Mit wem redest du denn bitte? Da ist doch niemand. Und hier ist kein Artefakt. Wo ist das Artefakt? Ist das eins höher? Geht's hier nochmal rein irgendwo? Oder eins drunter? Nee. Hä? Schauen wir mal hoch. Okay, nee, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter und lassen das jetzt. Ich wollte ja eigentlich nur diese Nebenmission machen, in dieser Folge zumindest. Aber ich lasse mich immer gern ablenken von irgendwelchen Sachen. Okay, wir müssen eine Leiche untersuchen. Ist auch nichts Neues, jetzt dürfen wir hier auch noch einen auf Kriminalermittler machen. Cool. Boah, ich sehe nichts. Boah, was für eine Wucherung. Und vor allen Dingen so. Mit so hohen Texturen. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, habt ihr ja gerade gesehen. Nee, Quatsch. Ernst bleiben. Hier ist noch irgendwas. Da seht ihr, ich habe mich schon wieder ablenken lassen mit diesen beiden Teilen zum Einsammeln. Ah ja, okay. Ist hier noch was dahinter? Ach nee. Sah nur so aus. Gut, jetzt aber zum tragischen Mordopfer. Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Jetzt sagt nicht, ich muss dazu noch eins höher klettern. Hä? Okay. Schauen wir mal. Okay, auf dem Dach ist es schon mal nicht. Es muss drin sein. Auf den Kamin wollte ich eigentlich gar nicht hochklettern, aber danke. Okay, irgendwie muss ich den Eingang verpasst haben. Okay, hier gibt es keinen Eingang. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Schauen wir mal nach. Scheint es hier irgendwo einen Eingang zu geben. Ach, Quatsch. Das mache ich nur, um mich fit zu halten. Ich meine, ich bin zukünftiger Assassine. Ich muss sowas können. Hier ist zwar ein Balkon, aber hier kommt man nicht rein. Alles klar. Hier vielleicht? Hier waren wir ja gerade. Wie kommt man denn hier rein? Hier ist eine Tür. Ach, auf der anderen Seite ist offen. Jetzt habe ich es gesehen. Ah, okay. Ich war noch so großkotzig. Huh, da ist ja gar kein Eingang. Aber hier. Hier ist die Tür offen. Ah, okay. Okay, jetzt noch eins nach oben. Und dann schauen wir uns mal die Leiche an. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an L.A. Noir. Auch ein gutes Spiel. Auch ein gutes Spiel. Okay, die pennen einfach in Ruhe, während hier ein Toter liegt. Untersuchen, Klosterleiche. Ein toter Mönch, Bruder Jean, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Interagieren. Ach, das ist das Gleiche. Okay. Okay, wir reden jetzt mal mit dem Kloster, mit diesem Priester. Herr im Himmel, Bruder Stanislas, Bernard und sogar der geschätzte Bruder Benoit und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum.
Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Ja, das werden wir bald rausfinden. Auf jeden Fall, ich möchte mit euch auch noch reden. Ach, das sind Leichen. Aha. Kloster Leichter von Bruder Bernard. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Okay. Leiche vom Bruder Stanislaus, keine Ahnung. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt, seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Okay. Hier ist noch ein Buch, das werden wir gleich lesen. Bruder Benor. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt, seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Okay, wir haben es verstanden. Aber, oh, hier liegt noch was. Hier. Das heißt, diesen Klumpen aufheben. Zerknülltes Papier. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus seinem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig. Ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor der Eintrag ist unvollständig. Hier das Buch, kann ich das auch noch nehmen? Hier sind noch Kisten. Eigentum von Bruder Jean. Persönliche Gegenstände, außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus dem Buch gerissen wurde. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht, die 2 werden vom Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Nostradamus. Okay. Das erinnert mich echt ein bisschen an L.A. Noir. Aber hier war doch noch irgendwo eine Truhe. Ah ja, hier. Bruder Honor. Persönliche Gegenstände. Beachtenswert ist ein riesiges Buch voll mit faszinierenden Vierzeilern. Die Prophezeiungen des Nostradamus. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was mich interessiert? Okay, hier oben schon mal nicht, dann gehen wir mal wieder runter. Hier haben wir noch jemanden. Ein Zeugen, so wie es aussieht. Es ist auch ein Mönch. Viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Das kennen wir schon. Er sagt immer wieder das Gleiche. Ach nee, ich werde den jetzt nicht beschuldigen. Wir reden einfach mit allen anderen. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Okay. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch einen Hinweis. Eine Seite. Teilweise verbranntes Tagebuch. Vergiftete den Wein im Fass, doch ich schenkte ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. O verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen je in Henores Besitz gelangten. Er ist verrückt. Und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben. Doch ich bin... Okay. 2 Hinweise fehlen uns noch. Die werden wir auf jeden Fall jetzt noch suchen. Hier komme ich nicht rüber. Okay, alles klar. Jetzt geht doch aus dem Weg, Mann. Ich muss hier durch. Hier haben wir noch einen Mönch. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Okay. Aussage von Bruder Joseph.
schauen wir uns mal noch weiter um. Wir werden hier bestimmt noch einen Hinweis finden. So, der 13. Hinweis? Okay, ja. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Okay, schauen wir mal. Aussage von Abbot. Abbot gab an, die Brüder Benoit, Stanislas, Bernard und Jean seien tot. Drei weitere seien noch am Leben. Weigerte sich zu glauben, dass einer von ihnen könne die anderen getötet haben. Okay. Weingutarbeiter gab an, einen Mönch gesehen zu haben, der ein Feuer im Weingarten entfachte. Er habe ihn angeschrien, woraufhin dieser davongelaufen sei. Konnte den Mönch nicht identifizieren. Bruder Benedikt gab an, die drei älteren Mönche, die tot in ihrem Bett lagen, seien die Ältesten des Ordens gewesen. Nachdem Bruder Jean den Wein gebracht habe, sei ihnen schlecht geworden und sie seien zu Bett gegangen. Als man sie nicht habe aufwecken können, habe Benedikt einen Arzt geholt. Bei seiner Rückkehr habe er Bruder Jean stranguliert an seinem Tisch gefunden. Also könnte er es ja eigentlich nicht gewesen sein, weil er ja nicht da war. Aussage von Bruder Honoré hält Nostradamus für einen Propheten. Okay, darüber wissen wir sehr wenig. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz einen Schnitt machen. Bruder Joseph gab an, Bruder Honoré und Bruder Jean seien Freunde gewesen. Drückte die Sorge aus, die Morde könnten Honorés geistiger Gesundheit schaden. Bruder Honoré, persönliche Gegenstände, beachtenswert, ein riesiges Buch. Okay. Eigentum von Bruder Jean. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden vom Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Brudermord. Okay. Brudermord. Das könnte ja entweder zu den Klosterbrüdern sein, dass die Mönche sich selbst als Brüder bezeichnet haben, also untereinander. Aber Brudermord könnte ja auch sein, dass zwei, die sich sehr nahe stehen, dass da von einer getötet wird vom anderen. Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Denn es wurde prophezeit. Ja, es könnte aber auch der gewesen sein, der den für einen Propheten hält. Das müsste dann Bruder Honoré sein. Ich glaube auch, dass er es war. Wie gesagt, ich glaube, dass er es war. Davon bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich glaube, das ist Bruder Honoré, ne? Ne, das wollte ich nicht. Nee, das ist Bruder Benedikt. Den brauche ich nicht. Oder ist Bruder Honoré überhaupt noch am Leben? Das ist Bruder Benedikt? Wer ist das? Bruder Joseph? Hä? Oder ist Honoré tot? Wie gesagt, ich glaube, dass du das warst. Aber ich bin mir nicht sicher. Gut, ich muss hier nochmal einen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder, ne? Bis dann.
So, weiter geht's bei Assassin's Creed Unity. Gehen wir nochmal die Beweise durch, die wir gerade hatten. Datenbank, war das hier? Fallakten. Nicht Menschen. Oh mein Gott. Fallakten, der vorausgesagte Mord. Aussage von Abbott. Gab an, die Brüder Benoit, Stanislas, Bernard und Jean seien tot. Drei weitere seien noch am Leben. Weigerte sich zu glauben, einer von ihnen könnte die anderen getötet haben. Aussage des Weingutsarbeiter. Gab an, einen Mönch gesehen zu haben, der ein Feuer im Weingarten entfachte. Er habe ihn angeschrien, woraufhin dieser davongelaufen sei, konnte den Mönch nicht identifizieren. Aussage von Bruder Benedikt. Brüder Benedikt, aha, steht hier, gab an, die drei älteren Mönche, die tot in ihren Betten lagen, seien die Ältesten des Ordens gewesen. Nachdem Bruder Jean den Wein gebracht habe, sei ihnen schlecht geworden und sie seien zu Bett gegangen. Als man sie nicht habe aufwecken können, habe Benedikt einen Arzt geholt. Bei seiner Rückkehr habe er Jean stranguliert an seinem Tisch gefunden. Also Bruder Benedikt kann schon mal nicht sein, weil der war gar nicht da. Aussage von Bruder Honore. Bruder Honore hält Nostradamus für einen Propheten. Aussage von Bruder Joseph. Gab an, Bruder Honore und Bruder Jean seien Freunde gewesen. Drückte die Sorge aus, die Morde könnten Honores geistiger Gesundheit schaden. Also eher was gegen Bruder Honore. Persönliche Gegenstände beachtenswert ist ein riesiges Buch voll mit faszinierenden Vierzeilern, die Prophezeien des Nostradamus. Also Bruder Honore scheint ein Fan von diesem Nostradamus zu sein. Eigentum von Bruder Jean, persönliche Gegenstände, außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert, die Ältesten werden vom Tod überrascht, die 2 werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Nostradamus. Also wieder mit Nostradamus, von dem Bruder Honore anscheinend sehr viel hält. Okay, es sind die Leichen. Vergiftete den Wein im Fass, doch ich schenke ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. O verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen je in Honores Besitz gelangten. Er ist verrückt und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben. Doch ich bin, also wird's Bruder Honore sein, schätze ich. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht, schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor... Der Eintrag ist unvollständig. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es Bruder Honore ist. Also dieser werte Mann hier. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Ja, ich glaube, du wirst es sein. Kleine Hinweise. Wie den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Ja, ich schätze, dass du es sein wirst, Honore. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass du es warst. Und ich habe eine Steam-Nachricht bekommen. Wahrscheinlich wieder irgendeine Spieleinladung. Aber gut, ich wollte eigentlich jetzt nur noch 5 Minuten dranhängen. Das ist jetzt eh gleich vorbei. Tut mir leid wegen den ganzen Schritten, die ich machen musste. Ich sag's euch, selbst dies. Wie gesagt, ich glaube schon, dass du es warst. Du wirst schon der Richtige sein. So, reden wir mal mit unserem Polizeichef. Er ist doch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren. In 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Wobei denn bedienen? Ein Holzhammer. Okay. Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm? Kann ich irgendwie das Inventar aufrufen? Geht das? Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Ja.
Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle nochmal einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.